Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe etwas Unsinn gebaut, deswegen kam meine Folge zweimal vor ein paar Tagen. Das tut mir leid. Immerhin habe ich in der Zwischenzeit rausgefunden, dass man diese Türen hier tatsächlich öffnen kann. Und zwar ist da einfach ein Knopf drin. Das ging ja einfach. Und das wollte ich dann doch noch gerne tun, bevor ich da weitergehe. Denn schließlich weiß ich ja nicht, ob ich hier noch zurückkomme. Und da wartet auch schon die erste Ratte auf mich. Schauen wir doch mal, ob ich die... Okay, hier gibt es auch noch Steinwächter. Das hatte ich befürchtet. Und ich fürchte, die wachen auf, sobald ich einen angreife. Nein? Okay, bisher nur einer. Soll mir recht sein. Stirb! Stirb! Naja, die Ratten kommen her, was soll's. Die sind ja kein Problem. Die Ratten sind überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Eine Fleischquelle, da fällt mir ein, ich müsste mal wieder mein Fleisch braten. Nichts zu holen. Okay, der Steinwächter hat nichts dabei. Hier liegen noch ein paar Tränke rum. Und hier habe ich Pilze gesehen. Genau. Hat denn der... Da ist nichts. Nee, der hat auch nichts dabei. Ich will mal gucken, weil die ja in Korinnes, in der Hauptwelt, hatten die ja diese Ornamentstücke dabei. Da ist nichts zu holen. Deswegen habe ich immer so im Hinterkopf das Gefühl, der könnte irgendwas dabei haben, dieser Steinwächter, den ich gerade umgelegt habe. Nichts zu holen. Aber da ist nichts. Schade. So, wie viele haben wir noch? Ein oder zwei? Zwei. Ich finde es ja schon... Nichts zu holen. Also ich weiß ja nicht, wenn ich mir mal so einen Tempel baue, ja, so Wächter platziere, so direkt nebeneinander, dann werde ich die so machen. Nichts zu plündern. Dass die alle reagieren, wenn einer davon angegriffen wird. Ich weiß ja nicht. Scheint mir irgendwie sinnvoll. Beziehungsweise nicht ganz so sinnvoll, so wie es hier ist. Aber gut, vielleicht ist es ja auch ein bisschen alt und funktioniert nicht mehr ganz so, wie es sollte. So, ich habe immer noch das Problem mit zu wenigen Dietrichen. Okay, ich brauche keinen, auch gut. Eine Juwelenschatulle im Wert von 1000 Gold, wow, Exil der Heilung. Steintafel der Stärke 3 und 200 Gold. Mein Gott, das hat sich gelohnt. Liegt hier noch was? Das glänzt so hell da unten. Hm. Könnte auch ein Grafikfehler sein. Ist wahrscheinlich ein Grafikfehler. Gut, das war die eine Seite. Ich laufe mal eben hoch. Ach so. Ich hatte schon befürchtet, dass die Tür lange braucht zum Aufgehen, aber... Hey. Die hier braucht ja einigermaßen lange zum Aufgehen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier gemütlich heilen, während die Tür sich öffnet. Und zwar brauche ich hier 10 Mana. Und dann... Oh mein Gott, das geht ja schneller als gedacht. Viel schneller als gedacht. Wie viel brauche ich denn? So nochmal. Dann bin ich bei 53. 53 und 70 macht 20. 23, 323 und dann fehlen mir noch genau 100. Und 100 sind zwei hiervon. Wie immer will ich die großen aufheben. Und ich tue mal vielleicht diese reine Lebensenergie auswählen. So für den Fall der Fälle. Ich weiß ja nicht, was mich hier drinnen erwartet. Steinwächter. Okay. Diesmal keine Ratten. Sieht nicht so aus. Hier liegt ein bisschen was rum. Jetzt fürchte ich allerdings, wenn hier hinten eine Truhe ist, dass die Steinwächter alle gleichzeitig erwachen, sobald ich die Truhe öffne. Deswegen würde ich hier jetzt das gleiche tun wie drüben. Und einen nach dem anderen nichts zu plündern. Umlegen. Mein Gott, gehe ich ab. Ich bin ja richtig gut mittlerweile. Da ist nichts. Also wenn ich mir so überlege, was für massive Probleme ich hatte bei den Steinwächtern in Korinnes, als ich die Ornamentstücke gebraucht habe. Huiuiui. Ich habe mich aber deutlich verbessert. Der wacht jetzt nicht auf. Das ist echt ein Designfehler, wenn er mich fragt. Da ist nichts. Also wie gesagt, wenn ich meinen Tempel mache oder auch wenn ihr einen Tempel macht, nehmt euch das zu Herzen. Ihr seht, diese Wächter sind gerade vollkommen unnötig. Im Gegenteil, sie helfen mir sogar noch stärker zu werden, weil ich Erfahrung sammle. Ich bin jetzt zwar nicht drauf und dran zu leveln, aber trotzdem. Nichts zu holen. Prinzipiell könnte ich das ja tun. Das weiß man ja vorher nicht, wer da kommt und wie weit der vom Levelaufstieg weg ist.
Von daher... Ah, siehst du mal, hier brauche ich Dietriche. Das heißt, ich speichere nochmal über meinen alten Spielstand. So, einmal rechts, zweimal links. Zweimal rechts. Moment. Da sind zwei abgebrochen, das geht nicht. Ich habe nur 5 oder 6 oder so. So, einmal rechts, zweimal links, zweimal rechts, zweimal links. Okay, gut geraten. Einhandkampf 3 kann ich nicht benutzen. Lebensenergie 2 lese ich gleich. Ein paar Mana-Tränke, eine goldene Halskette. Und mal wieder ganz viele wertvolle Gegenstände. Sehr schön. Das gefällt mir. Apropos, ich habe doch gerade gesagt, das lese ich gleich. Das mache ich jetzt auch sofort. Wo ist die denn? Lebensenergie 2 hier. Plus 10? Plus 10. So ist gut. Und dann werde ich mich jetzt hier kurz heilen. Warte, wie war das? 5? Und 2 macht 7. Und 2 macht 9. Und 2 macht 1. Und 2 macht 3. Haha, und da brauche ich noch genau 30. Und 30 sind 3-mal Wanzenfleisch. Om nom nom. Das ist mit Abstand das Leckerste, was ich dabei habe, natürlich. Aber egal. Ich will mir gerade die Heiltränke sparen, weil ich vermute oder fürchte, dass ich ja dann doch relativ bald Raven begegnen werde und der ein relativ zäher Brocken sein wird. Okay, ich hätte mich auch hier heilen können, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wow, Radem ist auch... Achso, hui. Puh, ich dachte gerade, der greift mich an, aber das ist natürlich Unsinn. Der ist ja hier, mit mir zu reden. So, und dann bin ich hier wieder, wo die Folge angefangen hat. Und jetzt kann ich... Da war ein Bandit gelegen letztes Mal, der ist verschwunden. Wahrscheinlich, weil das eine neue Aufnahme ist und ich geladen habe. Nun, ich könnte versuchen, einen dieser Schalter zu ziehen, die wahrscheinlich allesamt die Falle auslösen, die, so wie der Boden aussieht, aus ganz vielen Stacheln besteht, die aus dem Boden schießen. Oder... Warte mal. Ich überrede Radem. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Mist. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wollte gerade sagen, das heißt, Raven hat schon die... wie hieß das? Clarobelias oder so? Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Ich glaube dir nicht. Doch, ich sage nur die Wahrheit. Aber wie komme ich dann rein? Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodron. Ich höre noch immer die Hammerschläge. Auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Das hat die Falle ausgelöst. Aber er lebt noch. Warte mal. Ja. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Warte mal. Wenn du... Okay, der sagt nichts mehr. Okay, das war ja irgendwie einfacher als gedacht. Ich hatte schon befürchtet, ich muss hier 1000 Hebel probieren, bis ich einen finde, der nicht die Falle auslöst. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Und um das Gespräch nachher ein bisschen zu ersparen, falls ich sterben sollte, wovon ich ausgehe, werde ich hier nochmal eine Runde speichern. Aber abgesehen von Steinwächtern sehe ich hier gerade auch nichts mehr. Also Raven ist noch nicht hier, Raven ist nur noch eine Kammer weiter. Wie Radem es ja auch meinte, dies ist der
der Raum vor der letzten Kammer, also sozusagen der vorletzte Raum, so wie es aussieht. Und es gibt hier ganz viele Dunkelpilze und die will ich alle mitnehmen. Nichts zu holen. Weil ich es kann. Nichts zu holen. Verdammt, da bin ich so weit weg. Nichts zu plündern. Ach, ich dachte gerade, die Fackel ist ein Steinwächter, aber nein, das klappt echt. Ah, Moment. Warum kommt da einer? Warum kommen die jetzt? Ich fühle mich verarscht. Warum kommen die jetzt plötzlich? Das ist nicht okay. Was soll das? Die ganze Zeit ging es gut. Nichts zu plündern. Warum jetzt auf einmal? Warum? Da ist nichts zu plündern. Nichts zu holen. Okay, bei allen dreien. Was war das denn gerade? Warum kamen die jetzt plötzlich alle auf einmal? Ich meine, ist okay, mit dreien werde ich gerade so fertig zurzeit. Aber trotzdem, also, warum nicht die ganze Zeit schon? Oder hätte das vielleicht... Da ist nichts zu holen. ...genauso funktionieren sollen und tat es nur nicht, weil es irgendwie gesponnen hat. Nichts zu holen. Das kann natürlich auch sein. So, ich habe volles Mana und ich brauche ziemlich genau 300 Lebenspunkte. Ich futter mich mir hier eben ein bisschen satt, damit hier der Schinken mal wegkommt. 3, 4, 5, ne? Nochmal 10. Kriege ich 10. 10 kriege ich so. So, und dann sind es noch 200 und die erspare ich euch jetzt, indem ich einfach 4 Tränke trinke. Also ich erspare euch die Zeit. So, ich bin vollständig geheilt. Ich trete durch die Pforte hindurch. Ich gehe auf Nummer sicher und speichere hier nochmal. Und eigentlich, wenn ich mir das hier so ansehe, so dunkel wie hier ist, sollte ich mir hier auch ein Licht anmachen. Moment. Aber für den Kampf hätte ich natürlich trotzdem gerne mein volles Mana. So, sind hier noch Pilze? Nö, sieht nicht so aus. Hier sind Pilze, zwei sogar. Ja, die nehme ich aber sowas von mit. So, schauen wir mal. Da ist Raven, okay. Sind hier noch Steinwächter? Sieht nicht so aus. Da sind Pilze, die hole ich mir später. Ich würde jetzt zuallererst gucken, ob hier außer Raven noch andere Gegner sind. Das sieht mir aber echt nicht danach aus. Auch da oben nicht. Das heißt, ich spreche ihn einfach mal an. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, naja, hätte früh. Ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Oh, das ist ja lieb. Wo ist das Paket? Kann ich ihn jetzt auspacken? Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Und vielleicht bin ich ein Diener Adanos. Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Lass uns anfangen. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Nun ja, ich wurde ja zum Glück vorgewarnt, dass er seine Waffe schon hat, die Klaue Belias. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier versuchen, auf Fernkampf zu gehen. So, er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Au! Was ist das denn? Ich habe ihm keinen Schaden gemacht. Was? Ich habe ihm keinen Schaden gemacht?
Und mich hat ein Blitz getroffen in dem Moment, in dem... Was? Das ist ja fies. Kann ich ihn einfrieren vielleicht? Das scheint zu funktionieren. Ja, das funktioniert. Haha. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Och, das ist ja ein langweiliger Kampf. Komm schon, Raven. Ich hätte mehr von dir erwartet. Deutlich mehr, aber so übelst viel mehr. Ich mach dich fertig. Ja, das war dann wohl Raven. Ich habe hier die Klaue Belias. Oh, Käse. Er hat von jeder Steintafel auch ein Exemplar. Das erklärt natürlich, wie er hier durchkam. Er kennt den ganzen Kram hier. Gut, was war das hier? Raven. Nichts zu plündern. Ja, und ich habe immer die Klaue. Ich habe die Klaue Belias. Moment. Bevor ich hier die Pilze sammle, schaue ich mir die doch mal an. Betty, oh, braucht übrigens Geschicklichkeit, keine Stärke. Runenmacht, Rapier, Rubinklinge. Hä? Wo ist denn die? Die Klaue Belias. Zweihandwaffe, Chance auf Extraschaden. Die Waffe lässt sich nicht anlegen. Okay. Vielleicht hätte ich speichern sollen, nachdem ich Raven besiegt hatte. Bevor ich jetzt aus Versehen gestorben wäre oder so. Mein ja nur. Naja, was soll ich sagen? Das war ein erstaunlich kurzer, aber trotzdem gefühlt sehr knackiger Kampf gegen Raven. Ich habe ihm ja jetzt gerade mit dem Eisblock wirklich fast kaputt gemacht. Ich habe ihn fast getötet, er hatte nicht so viel übrig. Und ich war noch zu zwei Dritteln geheilt. Und dann hat er mir schon ziemlich viel Schaden zugesetzt, ne? So, das hier geht nicht auf. Das hier geht auch nicht auf. Aber das hier hat einen Schalter, ne? So wie es aussieht. So, aber jetzt, um auf Nummer sicher zu gehen, will ich zumindest mein Leben auffüllen. Zumindest mal ein Stück weit. Na ja, was soll's. Komm, ich mach mich fast komplett heile. Nicht, dass hier noch irgendjemand auf mich lauert. Andererseits haben wir ja gerade in der Zwischensequenz gesehen, zumindest die Steinwächter sind alle tot. Das heißt, ach guck mal, ein Teleporter. Wo der wohl hinführt. Schauen wir mal. Erstens mal, gibt es hier noch Pilze? Sieht nicht so aus. Zweitens, ein Blick auf die Karte. Wo bin ich hier eigentlich? Ganz da oben. Interessant, okay. Drittens, kurz nachdenken. Habe ich irgendeinen Seitengang in dem Tempel nicht gemacht? Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe rausgefunden, dass die beiden Türen aufgehen per Schalter. Alle anderen habe ich abgesucht und das probiert. Das funktioniert nicht mit dem Schalter. Das heißt, ich bin komplett durch. Und ich würde mal sagen, wo dieser Teleporter hinführt, das erfahren wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.